Kolleginnen und Kollegen, ich rufe jetzt auf Tagesordnungspunkt 24, Antrag der Fraktion der SPD betreffend Zins-Hessen-Plan legte Fundament für gute Entwicklung. Hessen braucht neuen Hessen-Plan, Drucksache 4277 aus 19, zusammen mit Tagesordnungspunkt 38, dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend aktuelle Herausforderungen brauchen eine zeitgemäße Politik. Drucksache 4311 aus 19, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und als erstes spricht Kollege Schäfer-Gümbel, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Im Nachgang zur Sondersitzung des Hessischen Landtags anlässlich 70 Jahre Landesverfassung haben wir uns entschieden, heute den Setzpunkt im Landtag einzubringen. Zins-Hessen-Plan legt Fundament für gute Entwicklung. Hessen braucht neuen Hessen-Plan. Warum? Weil Hessen ein Beispiel dafür ist, dass Fortschritt möglich ist, weil Hessen ein Beispiel dafür ist, dass Zukunft gestalten keine Frage der Machbarkeit, sondern vorrangig des Willens ist, und weil Hessen ein Beispiel dafür ist, dass man Mut zu Reformen, in diesem Falle dem Hessen-Plan von Georg August Zinn, braucht. Hessen ist ein Beispiel dafür, dass Integration, Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, Schaffung von Wohnraum und Infrastruktur in einem Ausmaß machbar ist, das heute für viele nicht vorstellbar ist. Hessens Erfolgsgeschichte zeigt, dass Reformpolitik funktioniert. Und, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, damals wie heute gibt es Herausforderungen. Und lassen Sie mich an dieser Stelle gleich eines der Gegenargumente der Regierungskoalition aufnehmen. Dabei geht es natürlich nicht darum, die Ausgangssituation Anfang der 50er Jahre gleichzusetzen mit der Situation heute. Das wäre ehrlich gesagt grotesk. Aber es geht um die aufrichtige Benennung der Struktur- und Infrastrukturprobleme, die ein Reformprogramm erfordern. Der Projektivismus Ihrer Regierungszeit ist darauf aus unserer Sicht keine hinreichende Antwort. Deswegen will ich im Nachgang zu der Sondersitzung des Hessischen Landtags nochmals die echten Herausforderungen im Jahr 2016 für Hessen benennen. In 2016 gibt es eben viele Bürgerhäuser, Schulen und Sportstätten, die in ihrer Halbwertszeit deutlich überschritten haben. In 2016 fehlt in Hessen bezahlbarer Wohnraum, und zwar nicht nur 10 oder 20 Wohnungen, sondern mehrere 10.000. Die Lebensbedingungen zwischen Stadt und ländlichen Raum entwickeln sich wieder auseinander. Der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Integration sind vor neue Herausforderungen gestellt, und der Investitionsstau bei Straße, Verkehr und Mobilität, der ist hier nun mehr als einmal zum Thema geworden. Deswegen schlagen wir Ihnen vor, mit Blick auf diese ganz kleinen Themen eine gemeinsame Anhörung hier im Hessischen Landtag vorzunehmen, um ein Reformprogramm zu definieren, das diesen Anforderungen gerecht wird. Nun haben Sie uns seitens der Regierungsfraktionen eine Antwort mit dem heutigen Tag versucht vorzulegen. Vier lange Seiten, in denen erklärt wird, dass eigentlich alles gut ist und es gar kein Problem mehr gibt. Und ich will das mal ein bisschen polemisch sagen, dafür, für diese vier Seiten sterben Bäume. Nicht mal davor hat diese Koalition noch Respekt. Deswegen würde ich Ihnen gerne an vier konkreten Themen beschreiben, wo wir substanziellen Handlungsbedarf sehen, deutlich über das hinaus, was Sie sozusagen in Ihrer Art und Weise, Ihre eigene Politik zu belobigen,
aus meiner Sicht übersehen. Erstens. Bildungspolitik, Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit. Ich kann es Ihnen nicht ersparen, mit einer allgemeinen Bemerkung anzufangen darüber, dass das größte Handicap Ihrer Bildungspolitik in Hessen nach wie vor ist, dass aufgrund der politischen Vorgaben des Ministerpräsidenten der hessische Bildungsgipfel gescheitert ist. Und zwar gegen niemand anders. Und das werden Sie in den nächsten Jahren auch weiter hören, weil es eines der Kernprobleme bleibt, dass in der Bildungspolitik wir keinen substanziellen Schritt vorankommen, weil Sie es gar nicht wollen. Und da hilft es auch nichts, mit einzelnen guten Projekten, einige, die wir zusammen beschlossen haben, so zu tun, als wäre damit die Aufgabe gelöst. Das gilt erst recht und ausdrücklich bei der Integration von Flüchtlingen. Ich habe meine Fraktion gebeten, vor wenigen Wochen eine Anhörung durchzuführen, eine interne Anhörung zum Thema InteA. Zu dem, was sozusagen das Kernprojekt ist, der Beschulungsintegration von Flüchtlingen in Hessen. Und ich will Ihnen sagen, ich habe selten an einer Anhörung teilgenommen, die erstens so gut intern besucht war, mit weit über 70 Verantwortlichen aus diesem Bereich, aus hessischen Schulen. Und ich habe selten eine Anhörung erlebt, in der so emotional und teilweise geharnischt Kritik an dem geübt wird, was hier stattfindet. InteA funktioniert bei Weitem nicht so rosig, wie das Kultusministerium so versucht zu erklären. Ich würde mir übrigens auch nach dieser Anhörung wünschen, dass das Sozialministerium bei den Integrations- und Beschulungsmaßnahmen ein größeres Wörtchen mitzureden hätte, als es das derzeit hat. Die Praktiker haben dezidiert und durch die Bank gesagt, dieses Programm ist im Kern am grünen Tisch entstanden, ohne Praxisbezug. Die Nichtmöglichkeit von Praktika, die zweijährige Beschulung, die deutliche Überbesetzung der Klassen, wo Sie sagen, 16 sollen es sein, im Durchschnitt sind es aber bestimmt 20, manchmal auch deutlich darüber, ist sozusagen nur ein Teil der Kritik, die an diesem Tag ziemlich massiv vorgetragen wurde. Und deswegen, wenn wir das ernst meinen, was wir letztes Jahr miteinander verabredet haben bei der Beschulung von Flüchtlingskindern und der schulischen Integration, glaube ich, haben wir ein großes Thema. Zweites Thema, Verkehrsinfrastruktur. Dass der Minister sich dafür lobt, dass er jetzt 7 Millionen Euro mehr im Straßenbau verwendet. Ich habe darauf hingewiesen, das sind etwa 5 km mehr Landesstraße. Das ist angesichts des Straßennetzes in Hessen übersichtlich. Das ist ein Riesenthema. Sie werden mit Ihren Anstrengungen, die wir wertgeschätzt haben, den Infrastrukturthemen in Hessen gerade bei Sanierung und Modernisierung von Straße und Schiene nicht gerecht. Es reicht nicht. Deswegen haben wir Ihnen übrigens mit unseren Haushaltsänderungsanträgen vorgeschlagen, das anders zu machen. Wir werden morgen in der ÖPNV-Debatte würdigen, dass es da zusätzliches Geld gibt. Aber die Verkehrsverbünde sagen Ihnen ausdrücklich, die großen Zuströme an Pendlern werden wir nur im ÖPNV qualifiziert bearbeiten können, wenn es zu einem Infrastrukturausbau kommt, weil die derzeitige Infrastruktur überhaupt nicht mehr in der Lage ist, mehr Passagiere aufzunehmen. Deswegen ist das Thema Verkehrsinfrastruktur und Investitionsstau das zweite große Thema, das Hessen angehen muss. Das dritte große Thema habe ich eben schon einmal angesprochen beim Thema Wohnungsbau. Der Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft hat gestern darauf hingewiesen, dass bis 2020 37.000 Wohnungen jährlich gebraucht werden, dass aber derzeit nur 17.000 fertiggestellt werden, dass das Land eine Schippe drauflegen muss in den Wohnungsbauprogrammen, dass sie umstrukturiert werden müssen, weg von Zinsverbilligungsprogrammen hin zu Darlehensfinanzierung, zu Zuschussfinanzierung und anderen Instrumenten mehr. Die wesentliche Kritik des VSW ist, und das ist für mich eine überraschende Kritik gewesen, dass der VSW ausdrücklich fordert, dass man in Hessen eine eigenständige Bauministerin bräuchte, um die Themen angemessen anzugehen. Und das ist ein kleiner Hinweis darauf, dass man nicht so ganz zufrieden ist mit dem, was am Ende hier passiert. Da können Sie in Ihren 16 Punkten aufschreiben, was immer Sie wollen.
Letztes Thema, das ich ansprechen will, und zwar sehr konkret, ist die Auseinanderentwicklung von Stadt und Land. Ich will das nur an einem kurzen Infrastrukturthema deutlich machen, nämlich an der Gemeinde Schotten. 10.500 Einwohner, 15 Ortsteile, 134 Quadratkilometer Grundfläche. Die viertgrößte Gemeinde Hessens nach Frankfurt, nach Wiesbaden und nach Schlitz. Schlitz liegt in der Nachbarschaft, ist nur ein Quadratkilometer größer. Schotten hat 90 Kilometer Gemeindestraße, 350 Kilometer Feldwege, 125 Kilometer Wassernetz und 120 Kilometer Abwassernetz. Abwassergebühren und Wassergebühren liegen im Moment bei deutlich über 6 Euro pro Kubikmeter und damit fast doppelt so hoch wie in Frankfurt. Ich erwähne es deswegen, weil die Mehr, die wir hier auch in den letzten 17 Jahren immer gehört haben, nach dem Motto, der ländliche Raum, der wird es weniger Menschen geben, deswegen werden dort Kosten und Aufwendungen fallen, ist grundfalsch. Die Infrastrukturkosten werden steigen im ländlichen Raum. Ich komme zum Schluss. Und deswegen kann ich nur noch einmal daran appellieren, dass die Art und Weise, wie der kommunale Finanzausgleich mit dieser Themenstellung umgeht, eines der Kernprobleme ist. Ich habe in der Haushaltsdebatte gesagt, letzter Satz, dass wenn Gemeinden aus Kassenkrediten ihr Personal finanzieren, dann müssen die Alarmglocken klingen. Und deswegen sage ich Ihnen, Hessen hat gezeigt, Reformpolitik funktioniert, aber man muss sie eben auch machen. Und da helfen auch 16-Punkte-Anträge am Ende nicht weiter. Wir bieten Ihnen an, ausdrücklich in dieser Frage zusammenzuarbeiten. Herzlichen Dank. Hat Herr Bockenberg auch einen Zuschlag? Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Boddenberg, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es war schon häufig so, dass Generationen die schwierigsten Zeiten gerade dann empfunden hat, wenn sie selbst gelebt haben. Es gibt eine bemerkenswerte Rede eines, ich glaube, von den meisten hier im Hause sehr geschätzten Managern hier in Hessen, von Karl Ludwig Klei, dem langjährigen Chef von Merck, der ein Zitat eines britischen Politikers bemüht, der gesagt hat, Regierungen können heutzutage so wenig ausrichten wie nie zuvor. Den Politikern ist die Macht entglitten. Aber ich könnte nicht sagen, wohin. Es ist ein einziges Dahintreiben, und während wir stromabwärts treiben, können wir höchstens die ein oder andere Kollision vermeiden. Eine Beschreibung, die die aktuelle Lage und Stimmung in Großbritannien, es war wie gesagt ein britischer Politiker, möglicherweise einigermaßen widerspiegelt. Allerdings, dieses Zitat stammt nicht aus der aktuellen Zeit, sondern aus dem Jahr 1895 vom damaligen Premierminister Salisbury und zeigt, es hat keine Generation gegeben, in der man nicht Herausforderungen beschrieben hat, die gerade einmal die schwierigsten aller Herausforderungen aller Zeiten waren. Herr Schäfer-Gümbel, warum sage ich das vorweg? Ich sage das vorweg, ja, wir stehen auch aktuell vor großen Herausforderungen, gar keine Frage. Sie haben Beispiele genannt, nicht nur die Flüchtlingskrise. Ich bleibe jetzt einmal bei dem Terminus, ohne ständig den Streit darum zu bemühen, ob das der richtige und die richtige Beschreibung für die aktuelle Herausforderung ist, aber auch vielen anderen Herausforderungen. Aber ich sage sehr deutlich, diese Herausforderungen, vor der wir heute stehen, die sind eben in keiner Weise vergleichbar. Und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das auch selbst noch einmal gesagt haben, in keiner Weise vergleichbar mit der Zeit, in der der Hessenplan von Georg August Zinn entstanden ist. Und das will ich einfach zu Beginn noch einmal sehr, sehr deutlich sagen. Nur, Herr Schäfer-Gümbel, das Problem ist halt, dass Sie möglicherweise alleine mit dem Versuch zu sagen, wir brauchen einen neuen Hessenplan, genau das insinuieren. Und mit dieser Begrifflichkeit eine Dimension aktueller Herausforderungen setzen und zeigen wollen, die eben Bezug nimmt auf die großen Herausforderungen der Nachkriegsjahre. Und dort sage ich sehr deutlich, das halten wir und das halte ich für ein völlig falsches Signal. Denn was wir brauchen, ist eine Bevölkerung, die sehr wohl von uns erfährt, was sind denn aktuelle Themenstellungen, und zwar ehrlich und offen und transparent, auch in der Dimension beschrieben, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite brauchen wir auch eine Bevölkerung, die uns in der Politik und allen gesellschaftlichen relevanten Gruppen zutraut,
dass wir diese Herausforderungen bewältigen können. Und damit brauchen wir auch ein Stück Zuversicht in unserem Land. Und ich sage noch einmal und wiederhole es, so zu tun, als bräuchte es einen dritten Hessenplan für dieses Land, ist in dem Zusammenhang kontraproduktiv, ein völlig falsches Signal und führt nur zur Verunsicherung und eben nicht zur Zuversicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Hessen ist ein starkes Land. Und Herr Schäfer-Gümbel, wir hätten nicht nur 16 Ziffern und 4 Seiten beschreiben können, sondern wir hätten das auch sicherlich noch ausführlicher tun können. Wenn Sie das kritisieren, könnte bei mir die Idee auftauchen, dass Sie im Nachhinein, wo Sie ein so großes Werk in Gang setzen wollen wie den neuen Hessenplan, mit Blick auf Ihren eigenen Antrag auf die Idee kommen, dass der möglicherweise denn angesichts dieser von Ihnen historischen Dimension dessen, was Sie vorhaben, denn doch ein bisschen dürftig ist, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Und ich will Ihnen sagen, jetzt haben Sie die Bäume bemüht. Ich will das nicht zurückgeben. Ich könnte ja sagen, für den Antrag war schon der eine Baum möglicherweise einer zu viel. Aber ich will sagen, so lange haben wir für dieses Werk gar nicht gebraucht, Herr Schäfer-Gümbel, weil unsere Referenten, meine Kolleginnen und Kollegen in der Landtagsfraktion, sind alle mal in der Lage, zu jeder wesentlichen Herausforderung dieser Tage auch eine Antwort zu geben. Und was doch nicht heißt, Kolleginnen und Kollegen, dass wir so tun, als sei die Welt von oben bis unten nun völlig in Ordnung. Es ist doch unzweifelhaft so, dass wir beispielsweise, Herr Grumbach, beispielsweise uns weiter darum kümmern müssen, dass wir nicht nur Mittel für den Bereich der Bildung, und das ist eine der zentralen Aufgaben der Landespolitik, wenn es um die Frage von Chancengerechtigkeit für junge Menschen, aber auch für ältere Menschen geht. Ich erinnere einmal in dem Zusammenhang an das, was wir unternommen haben, um in der Erwachsenenbildung deutlich besser zu werden. Es ist doch völlig unstreitig, dass wir dort weiterhin alle Anstrengungen übernehmen müssen, um die nötigen Mittel, das nötige Personal und vieles andere mehr bereitstellen zu müssen. Aber man könnte ja auch einmal auf den Schluss kommen, dass es eben so ist und auch nicht wegzureden ist, Herr Grumbach, dass Hessen in diesem Zusammenhang die mit Abstand höchsten Zuwächse in den letzten 15, 16 Jahren aller Bundesländer hat, große Anstrengungen unternommen hat, aber noch einmal auch heute noch nicht zu der Erkenntnis kommt, dass es allen in diesem Bildungssystem gleichermaßen gut geht. Das ist nicht die Frage. Und umso mehr haben wir nicht nur mit dem Haushalt 2017, sondern auch mit unserem Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen, zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft ausgerechnet dort weitere und neue Schwerpunkte gesetzt, wo es beispielsweise darum geht, Menschen ohne Abschluss, ohne Schulabschluss, ohne Berufsabschluss zu helfen, dass sie genau diesen erwerben, um Teil dieser Gesellschaft zu werden, nach Ihren und unseren Vorstellungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Schwerpunktsetzung finden Sie an x verschiedenen Stellen in diesem Aktionsplan, und die finden Sie außerhalb dieses Aktionsplans an jeder Stelle dieses Landeshaushalts 2017. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, Sie reden über Infrastruktur. Wir haben hier bei der Grundsatzdebatte um den Haushalt des Jahres 2017 intensiv über diese Frage gesprochen. Ja, es könnte immer noch ein bisschen mehr sein. Aber was den Landesstraßenbau anbelangt, sind wir mit 90 Millionen € ganz gut aufgestellt. Ich kenne die Stellungnahmen der Gewerkschaften und der VAO, dass es eben mehr sein könnte. Keine Frage. Beim Bundesfernstraßenbau schneidet Hessen in diesem Jahr und in den nächsten Jahren so gut ab wie nie zuvor, auch deutlich überproportional, weil es uns, dem Ministerpräsidenten, dem Wirtschafts- und Verkehrsminister, gelungen ist, den Menschen in Berlin zu sagen, wir liegen nun einmal geografisch mittendrin. Und deswegen müsst ihr uns helfen mit Zuweisungen für den Bundesfernstraßenbau. Also eine Rekordinvestition, die dort stattfindet. Wir könnten über den öffentlichen Personennahverkehr reden, natürlich nicht nur ein grünes, aber allen voran eben auch ein grünes Anliegen, wo man uns aber gar nicht treiben muss, wo wir uns darüber freuen, dass wir in dem jetzt mittelfristigen Finanzierungsplan der nächsten 5 Jahre 24% mehr Geld für den öffentlichen Personennahverkehr ausgeben. Das führt übrigens dazu, ich habe es eben in der Post gehabt, dass der NVV sich freundlich, finde ich ganz nett, bei uns bedankt dafür, dass es in diesem Jahr gelungen ist, eine solche Planungssicherheit und ein solches Plus in den ÖPNV zu investieren, meine sehr geehrten Damen. Ich könnte reden über viele andere Bereiche der Landespolitik. Kollege Wagner wird in den nächsten 10 Minuten, dann in seinen 10 Minuten sicherlich noch etwas intensiver auf diese Punkte eingehen. Aber nehmen Sie das Sozialbudget. Ja, wir haben 2005 eine große Operation gehabt, die viel kritisiert worden ist. Und wo ich auch sage, ja, man kann über das eine oder andere und muss über das eine oder andere seinerzeitige streiten.
Wir haben heute ein Sozialbudget, in dem wir an vielen Stellen aber genau das machen, was, glaube ich, hier im Landtag Konsens ist, nämlich ein Sozialbudget, in dem wir uns um Gruppen dieser Gesellschaft kümmern, um die wir uns halt auch kümmern müssen. Von Frauenhäusern über Drogenberatungsstellen bis hin zu Schutzambulanzen, bis hin zu Maßnahmen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung von Minderheiten, ein wichtiger Aspekt, der in allen Facetten unserer Gesellschaft, analog wie digital, zunehmend zu herausfordern wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch das kann man kritisieren, ist möglicherweise auch Ihrer Sicht immer noch zu wenig. Aber wir machen dort das, was, glaube ich, geboten ist. Und vor allen Dingen, das ist meine letzte Bemerkung, geboten ist vor dem Hintergrund, dass wir Gestaltungsspielräume für die Zukunft weiterhin auch gebrauchen werden. Und deswegen komme ich noch einmal auf einen zentralen Punkt dieser Landespolitik, dieser CDU-Grün geführten Landesregierung und Koalition, nämlich der Tatsache, dass wir für nächste und folgende Generationen Kräfte sammeln müssen, weil die Herausforderungen ja nicht weniger werden. Da bin ich ja bei. Und die wiederum werden wir nur sammeln können, wenn es uns gelingt, dass wir finanzielle Spielräume haben. Und das gelingt uns nur, wenn wir uns alle miteinander hinter dem, was wir in die Verfassung geschrieben haben, versammeln, und zwar unzweifelhaft versammeln. Und bei jeder sich bietenden Gelegenheit, wenn jemand eine kluge Idee hat, was man auch noch machen könnte, eben immer auch dazu sagen, wie wir es finanzieren wollen, weil wir endlich dahin kommen müssen. Und wir kommen dahin nach unseren nicht nur Planen der Haushaltsjahre bis 2020, sondern auch nachweislich mit Blick auf die Konsolidierungspfade der letzten Jahre, endlich dafür zu sorgen, dass wir nicht mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen. Das ist und bleibt eine zentrale Botschaft. Ja, die eignet sich möglicherweise nicht für Wahlplakate. Das, wenn Sie es mit Schuldenbremse beschreiben, hört sich sehr technokratisch, sehr kalt an. Dahinter steckt aber sehr viel mehr. Dahinter steckt nämlich die Idee, diesem Land weiterhin Gestaltungsspielräume und Zukunft zu geben und Chancen für Jüngere zu geben, aber sich gleichzeitig auch um die, die heute Betroffene sind und unsere Unterstützung brauchen, diese Hilfe zukommen lassen und zu gewähren. Insofern glaube ich, dass es ein übliches Ritual in Landtagen, in Parlamenten ist, dass die Opposition denn auch einmal mit einer großen Idee kommt. Ich hätte mir gewünscht, Sie hätten ein bisschen mehr zu Papier gebracht, über das wir heute hätten streiten können, aber sei es drum. Wir sollten es vielleicht auch lassen, zukünftig uns wechselseitig über die Form und die Quantität und Qualität von Anträgen, Qualität von mir aus, aber ob wir vier Seiten oder Sie eine Seite schreiben, hier zu unterhalten, das ist, glaube ich, nicht so ganz der angemessene Stil, mit dem wir uns auseinandersetzen wollten. Ich lade Sie ein, dass wir hier im Plenum weiter über die richtigen Wege an allen Politikfeldern dieses Landes diskutieren und streiten. Das werden wir weiter tun, und wir schauen am Ende dieses Jahres mit Zuversicht nach vorne. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rock für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Kollege Boddenberg, ich muss sagen, ich zweifle ein bisschen an Ihrer Lesekompetenz, wenn ich Ihre Rede hier betrachte. Aber da ich ja die Einschätzung habe, dass das politische Absicht war, dass Sie den Inhalt des SPD-Antrags vorsätzlich falsch verstanden haben, um hier eine solche Rede zu halten, möchte ich das wieder ein bisschen relativieren. Ich finde es nur schade, wenn hier Themen gesetzt werden und man redet einfach nicht zu dem Thema. Das ist auch keine Debattenkultur. Wie ich den SPD-Antrag gesehen habe und habe da oben im ersten in der Überschrift das Wort Plan gelesen, können Sie sich ja liberale Reflexe vorstellen. Da wollte man schon sofort sagen, das muss man ablehnen. Aber wenn man dann eben den Antrag weiterliest, dann versteht man, das ist eine Sprache, die einige Jahrzehnte alt ist. Heute würde man sagen, Hessen-Agenda 2020 brauchen wir. Wir bräuchten eine Hessen-Agenda 2020. Agenda ist natürlich bei der SPD jetzt vielleicht auch ein bisschen ein Begriff, mit dem Sie sich nicht mehr so total identifizieren. Aber, liebe Kollegen von der SPD, es ist richtig, dass wir diesen Vorschlag gemacht haben.
Ich meine, wir werden die Debatte über eine Hessen-Agenda führen. Wir werden sie leider erst in ein, dreiviertel Jahren führen in einem Wahlkampf, weil zu erkennen war, dass wir ja nicht hier auf parlamentarischer Ebene diese Debatte mal zusammenführen, sondern wir werden sie dann entsprechend im Wahlkampf gegeneinander führen oder in Konkurrenz zueinander. Aber ich möchte doch noch einmal deutlich machen, warum ich und meine Fraktion es so wichtig finden, diese Themen hier mal auf den Tisch zu bringen. Weil, liebe Kollegen von der CDU, dass Sie den Antrag nicht verstehen wollen, kann man vielleicht politisch nachvollziehen. Aber es gibt kaum eine Fraktion oder kaum eine Partei in Deutschland, und in Hessen ist es ja noch einmal eine Zuspitzung, die das Regieren zum Selbstzweck erhoben hat, wie Sie als Kollegen der Union. Regieren ist für Sie an sich schon ein politisches Ziel, und das ist aus meiner Sicht einfach zu wenig. Die Minister in Ihrem Kabinett haben zwar ein Mandat, aber eigentlich, glaube ich, gibt es, wenn er den Ministerpräsidenten sieht, ich glaube, er ist gefühlte 20 Jahre in Regierungsverantwortung als Minister, Staatssekretär oder als Ministerpräsident, dann ist es ja auch nicht verwunderlich, dass man mittlerweile Teil der Bürokratie geworden ist und sein Amt als Verwalter sieht und nicht mehr als Gestalter. Und das ist ein großes Problem hier in Hessen, dass die Regierung nur noch verwaltet und nicht gestaltet. Und darum ist dieser Antrag natürlich wichtig. Den Höhepunkt, dass diese Aussage richtig ist, kann man jeden Plenardienstag bewundern. Jeden Plenardienstag kriegen wir hier eine Buchhalterrede vorgetragen, die an Langweilig und Perspektivlosigkeit nicht mehr zu überbieten ist. Und das ist Ausdruck Ihrer politischen Kultur. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir in der nächsten Bundestagswahl, die Wahrscheinlichkeit ist ja extrem hoch, 16 Jahre Merkel erwählt bekommen und womöglich möge vielleicht der Wähler sich noch einmal überlegen, in Hessen dann noch einmal 4 Jahre Regierung Bouffier. Was soll denn da folgen? Das sind weitere 4 Jahre Stillstand, wenn es gut geht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es 4 Jahre Rückschritt werden, die ist enorm. Und darum ist es wichtig, dass das Parlament sich selbstständig mit der Agenda 2010, sage ich jetzt einmal Hessen-Agenda 2010, beschäftigt, weil die Regierung hat das abgehakt als Thema. 2020. Vielen Dank, Herr Schäfer. Vielen Dank. Die Regierung passt auf. Das ist sehr schön. An dieser Stelle, das kann man nicht genug würdigen. Ich will aber jetzt einmal zu den Inhalten kommen, weil die Grundsätzlichkeiten habe ich ja dargestellt. Aber wenn ich mir, ich nehme nur einen Punkt raus, weil wenn ich alle Säulen der politischen Aktion hier beleuchten würde, da würden ja eine Stunde nicht reichen. Also habe ich nur noch knappe 6 Minuten. Darum muss ich mich auf ein Thema konzentrieren und eine Kleinigkeit möchte ich jetzt auch noch meinen beiden Vorrednern mit auf den Weg geben. Sie haben sich sehr ausführlich der Flüchtlingspolitik gewidmet. Der Landtag hat sich sehr ausführlich der Flüchtlingspolitik gewidmet. Aber es sind einige 10.000 Menschen zu uns gekommen. Um die müssen wir uns kümmern. Das ist ein Thema, das wir hoch und runter diskutiert haben. Wir haben aber 6 Millionen Menschen in Hessen. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass das im zentralen Fokus steht, dieser Hessen-Agenda 2020, und dass deshalb auch für mich natürlich das zentrale Thema die Wirtschaftspolitik ist, wie das, glaube ich, für den Liberalen auch selbstverständlich ist. Und wenn ich heute oder besser die letzten Tage mal in die Zeitung geschaut habe, dann habe ich einen Artikel der Frankfurter Allgemeinen vom 9.12. gefunden, und da konnte ich lesen, wieder weniger Aufträge. Hessen-Industrie verliert gegen den Bundestrend. Die Entwicklung der Auftragseingänge, also ich lese das den Vorwort auch vor, weil die Kollegen der Union ja in der Wirtschaftskompetenz so ein bisschen nachgelassen haben. Darum will ich das Vorwort, was das bedeutet, hier auch noch einmal vortragen. Die Entwicklung der Auftragseingänge der Industrie ist eine Kennzahl, die Ökonomen als wichtigen Frühindikator werten. Sie gibt einen Anhaltspunkt dafür, wie sich die Wirtschaft in der nächsten Zeit entwickeln wird. Was das angeht, hat das Statistische Landesamt Hessen nicht wirklich optimistische Zahlen ermittelt. Abermals hat die hessische Industrie im Oktober weniger Aufträge als im Vergleichsmonat des Vorjahres verzeichnet. Preisbereinigt ergibt sich ein Minus von 2,2%. Insgesamt wurden für 11 der vergangenen 12 Monate teils erhebliche Rückgänge der Aufträge gemeldet. Und dann zum Abschluss stellt die Frankfurter Allgemeine Zeitung fest, damit unterscheidet sich die Lage der hessischen Industrie deutlich von der gesamtdeutschen Entwicklung, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das ist einfach eine Entwicklung, die sich abbildet. Nach 3 Jahren dieser Regierung können wir feststellen, dass Hessen zurückfällt, wirtschaftlich zurückfällt, und das ist ein Warnsignal. Und es ist beängstigend, wenn der Vorsitzende der
Mehrheitsfraktion hier dann sagt, es ist alles in Ordnung. Wenn man nicht mehr die Fähigkeit hat, die Probleme zu erkennen, sich den Problemen zuzuwenden, und die Probleme liegen ja auf der Hand, wir haben sie doch hier diskutiert. Wir haben keinen Wirtschaftsminister mehr in diesem Land. Wir haben keinen Wirtschaftsminister mehr in diesem Land. Wir bräuchten einen, dringender denn je. Die Wirtschaftspolitik, die Infrastrukturpolitik. Hessen hat keine Stellungnahme abgegeben. Das ist doch verrückt. Wir sind Transitland Nummer eins, und wir kümmern uns nicht um den Ausbau unserer Infrastruktur. Hessen steht im Stau. Der teilsubtile Kampf, meistens ist ja gar nicht mehr subtil, gegen den Frankfurter Flughafen. Hier die Steine, die mir Kali und Salz in den Weg legt, die Energiepolitik, das Zurückfallen bei dem Thema Start-ups. Man könnte eine Liste aufmachen, ein Versagen hessischer Wirtschaftspolitik. Und das ist immer noch das, wo das Geld erwirtschaftet wird, das wir dann für Bildungspolitik und Sozialpolitik einsetzen können. Und darum ist das ein Warnsignal, und da müssen wir uns stellen. Und darum wäre so eine Anhörung wirklich das, was wir in Hessen bräuchten. Und Herr Schäfer-Gümbel, Sie haben ja die strukturellen Themen angesprochen. Das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Die Überalterung der Gesellschaft, das Stadt-Land-Gefälle, die Frage der Zukunftsfähigkeit unseres Landes, die gesellschaftlichen Herausforderungen und natürlich das Thema Digitalisierung, was das alles verändert in unserem Land. Die Themen sind virulent, und das sind keine Bedrohungsthemen, das sind Herausforderungen. Das muss man positiv sehen. Aber Sie sehen die ja nicht einmal vernünftig. Und darum ist es wichtig, dass wir eigentlich uns diesem Thema Agenda 2020 zugewendet hätten. Und ich will es einmal an dem Thema Wohnraum darstellen. Wir haben ganz viele Menschen, die Wohnungen brauchen, und vor allem halt am besten auch bezahlbaren Wohnraum. Wir haben eine Industrie, die würde gerne Wohnungen bauen. Wir haben eine Menge Kapital, die würden gerne in Immobilien investieren. Aber es funktioniert nicht, weil nicht die Politik den Markt machen lässt, sondern weil die Politik alles tut, um die Mechanismen des Marktes zu behindern, der dieses Problem gerne lösen würde. Aber die Politik steht der Lösung im Weg. Und das muss aufhören. Und dass wir das der Union erklären müssen, das tut schon ein bisschen weh. Weil eigentlich dachte ich mal vor einigen Jahren, als ich noch das Gefühl hatte, ich wüsste, was CDU-Politik in dem Land bedeutet, hätte ich sie eigentlich mit der Argumentation an unserer Seite erwartet. Aber in diesem Land ist es natürlich so geworden, dass man eigentlich gar nicht mehr vorhersehen kann, was die CDU hier demnächst beantragt und für welche Politik sie steht. Vielleicht muss man ab und zu mal ins grüne Wahlprogramm schauen. Da findet man eher Ansätze, was die CDU hier vorne dann vertritt. Aber die Kernkompetenz in der Wirtschaft, Fehlanzeige in der Union, sonst wären diese Themen gar nicht so virulent. Und das ist eine Entwicklung, die wir seit Jahren beobachten. Und darum wäre es für Sie sogar wichtig, dass man so eine Anhörung macht, dass Ihnen die Fachleute mal wieder erklären, wie man solche Probleme löst. Leider muss ich schon zum Ende meiner Rede kommen, weil es ließe sich unglaublich viel zu dem Thema noch sagen. Weil es ist ja nur ein Komplex, den ich angesprochen habe. Wenn ich das Thema Bildung, was Herr Schäfer-Gümbel angesprochen hat, wenn ich höre, dass Sie Bildungsinvestitionen tätigen, es fehlt ein Investitionsprogramm, dass die Landkreise und die Schulträger denn auch die Gebäude bauen können und umsetzen können, erhalten können. Da muss mehr passieren. Aber was am allermeisten fehlt, wenn wir über Chancengerechtigkeit sprechen, erkennen Sie an, dass es frühkindliche Bildung gibt, würdigen Sie das Thema frühkindliche Bildung im Hinblick auf Chancengerechtigkeit. Dort haben wir unglaublichen Handlungsbedarf. Da können Sie etwas für die Kinder in unserem Land tun und damit für die Zukunft. Das tun Sie nicht. Sie vergehen sich an der Zukunft dieses Landes. Das, mit diesem Haushalt haben Sie das unterlegt, was Sie heute mit Mehrheit beschließen werden. Und darum ist gerade für Sie eine Agenda 2020 mehr als notwendig. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege van Ooyen, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich bin sehr dankbar für den Setzpunkt, den die SPD hier heute vorgelegt hat, weil ich glaube, dass wir für die Erneuerung des Hessenplans schon gute Vorarbeiten geleistet haben. Als jüngstes Beispiel könnte ich natürlich auf die Haushaltsanträge von uns verweisen, die leider nicht die erhoffte Zustimmung erhalten haben.
Aber als Grundlage für einen wirklichen Politikwechsel, der für einen neuen Hessenplan zwingend erforderlich ist, will ich an die von drei Parteien hier im Hessischen Landtag vereinbarten Positionen erinnern, die wir bereits 2008 vorgestellt haben. Es ist immer wieder ein aufschlussreicher Rückblick, wenn man bedenkt, dass damals, 2008, die hessischen Wählerinnen und Wähler mehrheitlich für einen Politikwechsel sich entschieden haben. Entsprechend dem Auftrag der Wählerinnen und Wähler und in dem Willen, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern und Schritte in die Richtung einer solidarischen Gesellschaft mit demokratischer Teilhabe, gleichen Bildungschancen und sozialer Sicherung für alle einzuleiten, hatten wir einst eine Erklärung vorgelegt und in dieser Erklärung dann auch die Zustimmung von drei Parteien gefunden, nicht nur der Linken, sondern der Grünen und der Sozialdemokraten. Und wir haben in unserer Mitgliedschaft darüber abstimmen lassen und eine große Mehrheit dafür gefunden. Also diese große Zustimmung wollten wir Ihnen noch einmal präsentieren, weil das ist, glaube ich, eine Grundlage, die nicht nur bei den Sondierungsgesprächen damals eine Rolle gespielt haben, sondern tatsächlich für einen Politikwechsel in diesem Land stehen. Darin sind meines Erachtens die wichtigsten Punkte für einen neuen Hessenplan angeführt. Dafür stehen wir als Linke noch immer. Nicht nur bei einer Anhörung, sondern auch bei der Umsetzung stellen wir uns zur Verfügung. Ich will einige Punkte aus diesem Papier noch einmal beleuchten. Sie wissen, mit Zustimmung der Linken wird es keine weiteren Privatisierungen geben, keine Verschlechterungen beim Umweltschutz, keinen Sozial- und Personalabbau, denn das wäre eine Fortsetzung der CDU-Grünen-Politik der vergangenen Jahre, und dazu ist die Linke auf keinen Fall bereit. Wir wollten und wollen die Schaffung von 25.000 sozialversicherungspflichtigen, tariflich bezahlten Arbeitsplätzen durch Investitionen des Landes in die Bereiche Bildung, Umwelt und Soziales. Wir wollen neue Perspektiven auch für Langzeitarbeitslose durch eine bessere Förderung beim Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt. Wir wollen eine Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, die die Beschäftigungspotenziale insbesondere in der boomenden Umweltbranche endlich auch für Hessen nutzt. Wir wollen eine Entwicklung eines Anti-Armuts-Programms, um auch wirtschaftlich schwachen Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, beispielsweise durch eine Hessenkarte. Wir wollen die Reform und den Ausbau des Schulwesens mit dem Ziel der Herstellung gleicher Bildungschancen und einer optimalen Förderung eines jeden Kindes. Diesem Ziel sollten insbesondere dienen, flächendeckende Angebote und Förderung von längerem gemeinsamen Lernen bis zum 10. Schuljahr, den Aufbau der Ganztagsschulen und kleinere Klassen, Einführung eines Schulfonds für bedürftige Schülerinnen und Schüler, Durchsetzung eines generellen Nachtflugverbotes am Frankfurter Flughafen beispielsweise. Sie wissen, und das hatten wir damals festgehalten, dass DIE LINKE den Ausbau des Flughafens immer abgelehnt hat. Wir wollen eine Energiewende durch Energieeinsparung, Energieeffizienz und Ausbau erneuerbarer Energien, Ausbau der Demokratie auf allen Ebenen, und zwar für alle dauerhaft in Hessen lebenden Einwohner, insbesondere durch erleichterte Möglichkeiten von Volks- und Bürgerbegehren. Wir wollen Investitionen in den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, die Rückkehr des Landes in die Tarifgemeinschaft der Länder und Reform des Personalvertretungsgesetzes. Wir wollten ein hessisches neues Vergabegesetz. Wir brauchen sicherlich auch nach wie vor die Neuregelung der Ladenöffnungszeiten unter Einbeziehung der Tarifparteien. Wir wollen prüfen, die rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten, um die Privatisierung der Uniklinik Gießen und Marburg wieder rückgängig zu machen. Wir wollen die Entwicklung eines Landesaktionsprogramms für Demokratie und Vielfalt und gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Soweit das Zitat aus dem Papier. Wir hatten bereits 2008 deutlich gemacht, dass die finanzpolitische Ausgangslage uns vor Herausforderungen stellt. Aber DIE LINKE geht davon aus, dass sich die oben beschriebenen Maßnahmen des Politikwechsels auch im Haushalt widerspiegeln.
und dabei die Umverteilung zugunsten benachteiligter Menschen, die Stabilisierung regulärer Beschäftigungsverhältnisse und die Steigerung der öffentlichen Investitionen in die öffentliche Infrastruktur sowie in Bildungs-, Umwelt- und Sozialbereich ein besonderes Gewicht erhalten. DIE LINKE erwartet, dass dabei die Einnahmegerechtigkeit und der gesellschaftliche Reichtum thematisiert werden, um mittel- und langfristig Finanzierungsmöglichkeiten aufzuzeigen, z.B. die Vermögensteuer, die Unternehmensbesteuerung, wirkliche Reform der Erbschaftssteuer, das waren unsere Stichworte. Ein kurzfristiger Verzicht auf eine Kreditfinanzierung ist, das würde ich heute auch immer noch sagen, unrealistisch. Der Zeitpunkt, zu dem dies erreicht werden kann, hängt entscheidend von der Entwicklung der Einnahmesituation ab. Die Lebensbedingungen der Menschen dürfen nicht verschlechtert und dringend notwendige Verbesserungen nicht blockiert werden. Eine Sparpolitik wie bei der Beamtenbesoldung oder damals bei der Operation Düstere Zukunft, Herr Boddenberg hat es ja selbst angesprochen, lehnen wir natürlich ab. Ich will ja die Illusionen der SPD nicht zerstören, aber mit einer Anhörung im Hessischen Landtag wird es keinen Politikwechsel geben. Dazu braucht es ein anderes politisches Klima und andere Mehrheiten auch in der Regierungspolitik in Hessen. DIE LINKE in Hessen wird daran weiterarbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Wagner, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der heutige Antrag der SPD wirkt ein bisschen aus der Zeit gefallen. Er beschäftigt sich mit dem 70-jährigen Landesjubiläum. Das haben wir vor zwei Wochen gefeiert, aber es bleibt natürlich aktuell. Er beschäftigt sich mit dem früheren Ministerpräsidenten Georg August Zinn. Er ist seit fast 60 Jahren nicht mehr im Amt. Er beschäftigt sich mit dem Hessenplan aus den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Alles ein bisschen aus der Zeit gefallen. Keine Frage, Georg August Zinn und der Hessenplan haben große Verdienste für die Entwicklung unseres Landes. Aber beide waren in einer anderen Zeit tätig. Damals ging es um das Nachkriegsdeutschland. Heute sprechen wir von einem Hessen, das eines der wirtschaftsstärksten und reichsten Länder dieser Bundesrepublik und der ganzen Welt ist, meine Damen und Herren. Damals war ein zentralistisches Instrument der Planung die richtige Antwort auf die existenziellen Herausforderungen. Aber mittlerweile ist unsere Gesellschaft vielfältiger, ist sie bunter, ist sie komplexer geworden. Und deshalb hat man von diesem zentralistischen Ansatz der Planung auch schon in den 70er Jahren unserer sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Abstand genommen. Meine Damen und Herren von der Sozialdemokratie, Sie haben es ja selbst gemerkt, dass das alles ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Denn Sie schreiben in Ihrem Antrag ja selbst, ich zitiere, der Hessische Landtag stellt fest, dass sich unter anderen Vorzeichen und einem anderen Entwicklungsstand die Aufgaben, die zum Hessenplan führten, heute erneut stellen. Und dann folgt in Ihrem Antrag eine Aufzählung von Handlungsbereichen, wo man jetzt tätig werden könnte, wo dieser neue Hessenplan dann seine Wirkung entfalten kann. Und dann ist der Antrag fertig. Also dann dachte ich, jetzt kommen diese Antworten. Jetzt beschreibt die SPD, wie man den neuen Hessenplan formuliert. Wir haben im Fraktionsvorstand über Ihren Antrag beraten. Ein Vorstandsmitglied hat gesagt, habt ihr vergessen, die Anlage mitzuschicken? Wo ist denn der Hessenplan der SPD? Weil Fragen zu stellen ist etwas wenig. Meine Damen und Herren, es gibt eine berühmte Anekdote aus rot-grünen Koalitionszeiten. Und wenn es da so war, dass der Anspruch und die Ankündigung und der Pathos, was jetzt zu geschehen habe, allzu groß wird, dann hat der damalige Fraktionsvorsitzende der Armin Klaus, der SPD-Fraktionsvorsitzende Armin Klaus, sich zurückgelehnt und hat einen einfachen Satz gesagt: Mir liegt nichts vor.
Mir liegt nichts vor. Und genauso ist es jetzt mit den Anträgen der SPD auf einen neuen Hessenplan. Uns liegt nichts vor, meine Damen und Herren. Stattdessen finden wir eine kraftvolle Anhörung. Die soll es jetzt richten. Wir GRÜNE sind sehr für Anhörung, wir sind sehr für Bürgerbeteiligung. Aber, meine Damen und Herren, eine Anhörung setzt eine eigene Position voraus, zu der man Menschen dann anhört. Und diese Position vermissen wir schmerzlich bei der Opposition. Auch 3 Jahre nach Beginn dieser Legislaturperiode ist nicht zu erkennen, wo die konzeptionellen Alternativen zu dieser Regierung sind. Das Einzige, was gefordert wird, ist mehr Geld für das, was Schwarz-Grün schon tut, also mehr von der schwarz-grünen Politik. Damit können wir als Oppositionsarbeit sehr gut leben, meine Damen und Herren. Dann sprechen Sie davon, als mit unserem Gegenantrag, wo wir darstellen, was wir in der Legislaturperiode schon erreicht haben, dafür müssten Bäume sterben. Herr Kollege Schäfer-Gümbel, wenn man kein Konzept hat, müssen natürlich auch keine Bäume sterben, auf die man es druckt, weil wo nichts ist, kann man nichts drucken. Und es sagt die Fraktion, und da wird die ganze Inkonsistenz der Politik der SPD deutlich. Sie drücken Ihre Sorge um Bäume aus, lieber Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Es ist Ihre Fraktion, die in diesem Plenum beantragt, dass wir den besonderen Schutz des Waldes mit dem FSC-Siegel nicht mehr machen sollen. Allen Wohl und keinem Wehe, hessische SPD, meine Damen und Herren. Man kann das ganz einfach machen. Georg August Zinn hatte einen Plan. Die SPD heute hat noch keinen Plan. Wir haben einen Plan, und wir setzen ihn seit 3 Jahren um. Wir GRÜNE sind in diese Regierung eingetreten, weil wir Hessen grüner und gerechter machen wollen. Wir GRÜNE wollen uns um die zentralen Herausforderungen kümmern. Ökologie, wie erhalten wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen? Um die Herausforderung Gerechtigkeit, wie können alle teilhaben an der Gesellschaft? Und um die dritte Herausforderung, die Gewährleistung der individuellen Freiheit, dass alle Menschen in diesem Land so leben können, wie sie es wollen, ihre Träume, ihre Perspektiven verwirklichen können. Und daran arbeiten wir seit 3 Jahren, und dabei sind wir überaus erfolgreich. Wir kümmern uns um den Klimaschutz und die Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Die Energiewende hat Fahrt aufgenommen in Hessen, plus 73% beim Strom aus Windkraft seit 2013. Wir haben das Sozialbudget gemacht für Menschen in Sozialnotlagen. Wir geben schon 1,2 Milliarden € für den Wohnungsbau aus und wollen damit 12.000 Wohnungen für 36.000 Menschen haben. Wir machen keine Anhörungen, wir machen Politik, meine Damen und Herren. Und ja, wir haben in der Schulpolitik viel zu tun beim Thema Bildungs- und Chancengerechtigkeit. Deshalb haben wir das angegangen. Deshalb investieren wir in die Bereiche, die für Bildungs- und Chancengerechtigkeit so bedeutsam sind, so viele Stellen wie noch nie. Wir haben die Hochschulen unseres Landes für beruflich Qualifizierte geöffnet. Das ist der größte Beitrag zu Chancengleichheit und zu Durchlässigkeit im Bildungssystem, den wir seit langem in Hessen hatten. Und wir sind hier bundesweit führend in diesem Thema. Wir machen keine Anhörung. Wir haben einen Plan, und wir setzen ihn um, meine Damen und Herren. Wir stehen für Akzeptanz und Vielfalt in unserem Land, dass jeder sein Leben so leben kann, unabhängig von seiner sexuellen Orientierung oder seiner geschlechtlichen Identität. Wir haben die Verkehrspolitik verändert. Ja, da gab es auch große Erfolge unter rot-grünen Regierungen. Ich erinnere an die Gründung der hessischen Verkehrsverbünde in den 90er Jahren. Das war ein epochaler Schritt. Aber, meine Damen und Herren, wenn wir heute die Mittel für diese Verkehrsverbünde um 24% erhöhen, und ein Schülerticket einführen für alle Schülerinnen und Schüler, für alle Auszubildenden, dann ist das der nächste epochale Schritt in der Fortentwicklung von Bussen und Bahnen in unserem Land, meine Damen und Herren. Wir fördern die Soziokultur. Wir haben die Mittel für die freien Theater erhöht. Film, Kunst,
Film- und Kunstförderung ist auf eine ganz neue Grundlage in dieser Legislaturperiode gestellt. Wir fördern unsere Kommunen mit einem kommunalen Investitionsprogramm von über 1 Milliarde Euro. Und last und bei weitem nicht least, wir haben einen Aktionsplan für die Integration und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt von 1,6 Milliarden Euro aufgelegt. Es ist einer der ambitioniertesten Aktionspläne, die es in dieser Republik gibt. Wir haben einen Plan, und wir setzen diesen Plan um, meine Damen und Herren. Und natürlich bleibt eine Menge zu tun. Ja, wir haben viel erreicht, das kann man auch einmal erwähnen, aber wir sind natürlich weit von der Vorstellung entfernt, dass wir schon alles verwirklicht haben. Und natürlich müssen wir weiter an diesen Herausforderungen arbeiten. Aber dieses Oppositionsprinzip, und das erleben wir ja nicht nur in dieser Debatte, nach dem Motto, ich ignoriere, was die Landesregierung tut, ich stelle zu allen landespolitischen Herausforderungen Fragen, und ich gebe auf nichts eine konsistente Antwort. Das soll in dieser Debatte auch einmal benannt sein, meine Damen und Herren. Ich fasse zusammen. Georg August Zinn hatte einen Plan. Wir haben einen Plan. Die SPD hat hoffentlich auch bald einen Plan. Glück auf, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Wagner. Das Wort hat der Staatsminister Wintermeyer. Herr Präsident, meine Damen und Herren! An sich könnte ich mich den Ausführungen von Herrn Wagner vollumfänglich anschließen. Das braucht Sie nicht zu wundern. Mich wundert auch nicht, dass der Kollege Rock hier in seiner Rede alles madig gemacht hat. Bar jeder Realitäten. Hessen hat die höchsten Einkommen. Hessen hat das höchste Bruttoinlandsprodukt. Und Hessen ist nicht nur das stärkste Flächenland in Deutschland, sondern wahrscheinlich auch in Europa. Schlimmer noch, Sie stellen alles das infrage, wo Sie früher mitgewirkt haben. Aber das haben wir in der Debatte um die Kernkraft ja auch bestens mitbekommen. Meine Damen und Herren, der Hessenplan von Georg August Zinn war ein erfolgreiches Instrument zur Stärkung unseres Landes. Das müssen und das wollen wir auch anerkennen. Es war eine wichtige Grundlage dafür, dass die verheerenden Kriegsfolgen bewältigt werden konnten. Und er hat maßgeblich zur besseren Eingliederung der Vertriebenen beigetragen. Ich kann sagen, der Hessenplan hat dieses Land Hessen vorangebracht. Und darauf kann man auch heute noch völlig zu Recht stolz sein. Doch bei aller Anerkennung, der Hessenplan, meine Damen und Herren, hatte auch seine Grenzen. Mitte der 70er und 80er Jahre wurde das immer deutlicher. Die Planungen der 50er und 60er Jahre passten nicht mehr zu den tatsächlich wirtschaftlichen Entwicklungen. Hessen war in den 70er und 80er Jahren nämlich nicht mehr vorn. Der Hessenplan war nicht flexibel und offen genug, um auf geänderte Verhältnisse zu reagieren. Die letzte Fördermaßnahme, das muss man sich einmal bewusst machen, des Hessenplans, lief erst 1988, also ein Jahr vor der Wiedervereinigung, aus, 37 Jahre nach seiner Verkündung. Da aber war die Welt schon längst völlig eine andere. Wir sollten deshalb im 21. Jahrhundert nicht mehr versuchen, für Jahrzehnte im Voraus das Leben der Bürger zu bestimmen. Eine, wie es im Vorwort zum Großen Hessenplan von 1965 noch hieß, umfassende Programmierung der Zukunftsaufgaben, das, meine Damen und Herren, wollen wir nicht mehr. Jede Zeit erfordert eigene Antworten, Herr Kollege. Und unsere Zeit erfordert mehr denn je Flexibilität und Offenheit. Herr Wagner hat ja darauf hingewiesen. Meine Damen und Herren, Digitalisierung und Globalisierung haben unsere Welt doch vollkommen verändert. Und niemand kann präzise vorhersagen, wohin die Reise geht, was in 20 oder 30 Jahren die Herausforderungen sein werden. Die Flüchtlingskrise hat uns doch gezeigt, wie schnell unerwartet große Herausforderungen auf uns zukommen können. Demografische Prognosen, Vorhersagen zu Schülerzahlen, der Wohnraumbedarf und vieles mehr ist sprichwörtlich über Nacht hinfällig geworden. Die neuen Aufgaben mussten schnell und unbürokratisch angepackt werden, und ich bin froh,
dass uns bereits vieles gelungen ist, auch ohne dafür eine Blaupause in der Schublade gehabt zu haben. Denn Unvorhersehbares kann man nicht planen. Das heißt aber nicht, dass wir planlos voranschreiten. Ganz im Gegenteil. Ich erinnere, wie einige meiner Vorredner, an unseren bundesweit herausragenden Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und zur Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Ich erinnere an die 1,3 Milliarden Euro, die wir bereits dafür bereitgestellt haben. Ich erinnere an über 6.000 neue Intensivklassenplätze, an 2.200 zusätzliche Stellen aus unterschiedlichsten Bereichen der Landesverwaltung, um nur einige Beispiele zu nennen. Und ich erinnere an die im Haushaltsentwurf vorgesehenen 1,13 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau, eine noch nie dagewesene Höhe der Mittel für Wohnraumförderung für alle. Meine Damen und Herren, dabei geht es nicht um eine große Zukunftsutopie, sondern es geht um Maßnahmen, die bereits heute greifen, die den Menschen die Hilfe bieten, die sie jetzt brauchen. Und zugleich geht es um die Schaffung längerfristiger Grundlagen für die Zukunft von Flüchtlingen, genauso wie von Einheimischen. Hier darf keiner gegen den anderen ausgespielt werden. Für diese dringenden Maßnahmen brauchen wir auch keine langwierigen Anhörungen. So wie auch Georg August Zinn, wie der Blick in die Geschichtsbücher von 1951 zeigt, bei der Verkündung seines ersten Hessenplanes keine Anhörung nötig hatte. Aber was wir brauchen, ist weiterhin das Engagement vieler haupt- und ehrenamtlicher Helfer. Ihnen sind wir nach wie vor dankbar und hoffen und bitten auf weitere Unterstützung. Denn nur eine lebendige, humane Gesellschaft, meine Damen und Herren, entwickelt sich wirklich planvoll weiter. Meine Damen und Herren, die Flüchtlingskrise heute ist nur in wenigen Punkten vergleichbar mit der Nachkriegssituation, und zwar nur vergleichbar in der Ablehnung der Fremden, die zurückgelassene Heimat, die Versorgung mit Wohnung, Arbeit und Gütern des täglichen Lebens. Aber es gibt eben doch Unterschiede, z.B. sprachliche Probleme, Kultur, Bildung der Asylsuchenden und, meine Damen und Herren, die Ressourcen, die uns heute zur Verfügung stehen, sind mit der Zeit des Mangels nach dem Krieg und in den Aufbaujahren ebenfalls nicht vergleichbar. Deshalb hilft uns heute kein Hessenplan, sondern es braucht neue Lösungen. Es braucht zur Wahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts heute etwas anderes als Industriepolitik in 10-Jahres-Intervallen oder gar 5-Jahres-Pläne wie von den LINKEN, Quoten für Dorfgemeinschaftshäuser oder Kultuspolitik nach Kennziffern. Wer die aktuellen Ängste und Sorgen der Menschen aufgreifen und Lösungen für die Herausforderungen haben will, braucht keine Planwirtschaft. Der braucht nämlich eine Politik, die Orientierung gibt, die einen Kompass hat, die weiß, wo sie hin will. Und dazu, meine Damen und Herren, haben wir einen Plan. Und wir haben auch ein gutes Regierungsprogramm. Vor allem aber haben wir die richtigen Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit. Die Opposition hat diese nicht. Der Ministerpräsident hatte Ihnen bereits in seiner Rede zum Haushaltsplanentwurf die zentralen Fragen genannt, die für diese Hessische Landesregierung leitend sind. Wie gelingt Integration, und wie halten wir die Gesellschaft zusammen? Wie bleibt unser Land sicher? Wie stärken wir Bildung, Wissenschaft und Forschung? Wie bewahren wir Wachstum und Wohlstand? Das sind die Kernfragen, die man so zusammenfassen könnte. Wie bleibt unsere Heimat Hessen zukunftsfähig und lebenswert? Und die Antworten darauf, meine Damen und Herren, verschieben wir nicht auf die kommenden Jahrzehnte, sondern wir geben sie heute. Der aktuelle Haushaltsplanentwurf sieht allein für die Fortführung unserer Integrationsaufgaben 1,6 Milliarden Euro vor. Das ist eine bundesweit herausragende Investitionssumme, die alles übersteigt, was in diesem Land jemals für eine solche Aufgabe bereitgestellt wurde. So setzen wir die begonnene Arbeit fort, damit Integration gelingt und die Gesellschaft zusammenbleibt. Und wir sorgen weiterhin dafür, dass Hessen eines der sichersten Länder bleibt, denn Verbrechen hält sich nicht an Pläne. Es gilt, permanent wachsam und vorbereitet zu sein. Im nächsten Jahr haben wir den größten Ausbildungslehrgang, den es je bei der hessischen Polizei geben wird. Bis 2020
werden über 1.000 zusätzliche Polizeivollzugsbeamte eingestellt. 75 neue Stellen erhält der Verfassungsschutz und 250 Stellen die Justiz. Die Mittel für Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus werden wir im Vergleich zum Vorjahr vervierfachen. Klarer und deutlicher kann man nicht auf die Frage antworten, wie unser Land planvoll sicher bleibt. Und wir antworten auch auf die Herausforderungen für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Das sind die Fälle, auf denen sich die Zukunft unseres Bundeslandes entscheidet. Wir garantieren den Schulen weiterhin eine bundesweit einmalige 105-prozentige Lehrerversorgung. Und wir behalten die Bestwerte bei der Schüler-Lehrer-Relation bei. Wir ermöglichen den flächendeckenden Ausbau der schulischen Ganztagsangebote, und wir ermöglichen die weitere Durchlässigkeit im Bildungssystem. Wir stärken mit unserem im Deutschland einzigartigen Landesforschungsprogramm LOEWE wissenschaftliche Exzellenz. Unser Heureka-Programm wird mit 1 Milliarde € zusätzlich aufgelegt. Damit bleibt Hessen, meine Damen und Herren, planmäßig einer der modernsten Bildungsstandorte Deutschlands. Meine Damen und Herren, so stärken wir Bildung, Wissenschaft und Forschung, und so stellen wir in Hessen die Weichen für den Erfolg von morgen. Meine Damen und Herren, wir bewahren Wachstum und Wohlstand in unserem Land, indem wir konsequent auch unsere Infrastruktur ausbauen und nachhaltig entwickeln. Der Frankfurter Flughafen bleibt wettbewerbs- und zukunftsfähig, und zugleich setzen wir unsere Bemühungen für Lärmreduzierung fort. Noch nie, es wurde darauf hingewiesen, standen für die Verkehrspolitik so viele Mittel des Bundes und des Landes zur Verfügung. Aber auch die digitale Infrastruktur gehört dazu. Und für die Kommunen sieht der Kommunale Finanzausgleich 4,6 Milliarden € vor, so viel wie noch nie zuvor und erstmals mit einer demografischen Komponente. So bleibt unser Land zukunftsfähig, und so schaffen wir auch für die kommenden Jahre Voraussetzungen für Wachstum und Wohlstand, und zwar in Stadt und Land. Meine Damen und Herren, trotz all dieser enormen Leistungen werden wir keine neuen Schulden machen. Im Gegenteil, wir werden früher als geplant Schulden abbauen. Damit durchbrechen wir endlich die Schuldenspirale. Denn auch das gehört zur Geschichte des Hessenplans. Mit ihm hat die Verschuldung ihren Anfang genommen. Investitionen waren gegen sein Ende nur noch über Kredite möglich. Meine Damen und Herren, ein solider Haushalt und eine nachhaltige Finanzpolitik, das ist heute der beste Plan, den wir für Hessen machen können. Meine Damen und Herren, die wahre Herausforderung besteht nämlich darin, die beiden großen Aufgaben dieser Generation, nämlich Flüchtlingsintegration und Konsolidierung der öffentlichen Haushalte, zusammen zu meistern. Die Verwirklichung dieses Ziels, das, meine Damen und Herren, das ist unser Plan für Hessen, denn wir geben die richtigen Antworten auf die wichtigen Fragen unserer Zeit, damit Hessen eine lebenswerte Heimat bleibt, und das für alle. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Das Wort hat der Kollege Schäfer-Gümbel, Fraktionsvorsitzender der SPD. Kommen Sie doch einfach mal nach vorne, Frau Landert, dann können wir das hier vorne direkt besprechen. Sie müssen das immer mit Zwischenrufen machen. Das wird sie aber. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich noch einmal gemeldet, weil diese Debatte schon aufschlussreich war. Ich will zunächst zu Herrn Boddenberg sagen, in der Tat, die Auseinandersetzung mit ihm und seinen Argumenten ist es wert, sich in der Sache noch einmal zu äußern. Das gilt für den Kollegen Wagner nicht, zu dem ich am Ende etwas sage. Ich will auch mit der Sache beginnen. Es war sehr bemüht, unseren Setzpunkt einzuordnen nach dem Motto, und deswegen habe ich das ja ganz bewusst auch aufgenommen, dass es eben nichts damit zu tun hat, dass die Herausforderungen des Landes in einer vergleichbaren Situation sind wie in den 50er und 60er Jahren. Darauf haben Sie ja dankenswerterweise auch hingewiesen. Aber dass es eine Reihe von Themen gibt, mit denen wir uns beschäftigen müssen, zu denen im Übrigen in Ihren 16 Punkten unzureichend oder gar keine Antworten gegeben sind.
Nun habe ich vorhin über Industriepolitik nicht geredet. Das hat Herr Wintermeyer eben angesprochen. Aber es würde sich sehr wohl lohnen, über die Frage, was bedeutet denn Industriepolitik in Hessen im Jahr 2016, auch angesichts eines Themas wie der Verkehrswende, das erhebliche Auswirkungen haben wird auf Beschäftigung, auf Wertschöpfung in den Unternehmen, wo es natürlich im Wesentlichen um Anpassungsprozesse in den Unternehmen geht, aber gleichzeitig das kombiniert ist mit ein paar Infrastrukturthemen, die nicht nur in den Unternehmen entschieden werden. Deswegen würde es sich sehr dafür lohnen, darüber zu reden. Ich habe zwei große Themen angesprochen, und ich will das wiederholen. Beim Thema der Wohnungspolitik können Sie ja immer und immer wieder erklären, was alles schon gemacht wird. Ich will noch einmal den Verband der südwestdeutschen Wohnungswirtschaft zitieren, der gestern gesagt hat, das wird angesichts einer Situation, in der wir jährlich bis 2020 37.000 bezahlbare Wohnungen jährlich mehr brauchen, aber nur 17.000 gebaut werden, damit 20.000 Wohnungen fehlen, nicht reichen. Und dazu müssen Sie eine Antwort geben. Wir haben dazu im Übrigen mehr Vorschläge gemacht. Eines davon ist, den Teil Eigentum zu erhöhen durch ein Bürgschaftsprogramm für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, das ziemlich kostenneutral ist, auch wegen der Frage der Bankenvorschriften. Wir haben zweitens vorgeschlagen, die Grunderwerbsteuer für sozial geförderten Wohnungsbau um 2 Prozentpunkte zu senken, um damit Realgeld zu heben. Sie haben das jeweils abgelehnt, aber eine Alternative dazu habe ich nicht gehört. Zweiter Punkt, und dazu haben Sie erstaunlicherweise überhaupt nichts gesagt, zur Frage des ländlichen Raums und der Auseinanderentwicklung zwischen Stadt und Land. Ich habe am Beispiel Schotten deutlich gemacht, wie die Infrastrukturthemen sich dort stellen. Die SPD-Fraktion hat heute hier nicht gesagt, wir wollen ein neues Dorfgemeinschaftshausprogramm, sondern wir haben über Verkehrsinfrastruktur, über Mobilität gesprochen. Ich könnte jetzt auch über das KiföG reden. Ich erinnere mich an Koalitionsverhandlungen. Dort wurde mit Blick auf den Wechsel von der Gruppenfinanzierung hin zur personenbezogenen Finanzierung erklärt, mit Blick auf die Probleme im ländlichen Raum bei Gruppengrößen, dass man nicht zurück wolle zur Gruppenfinanzierung im ländlichen Raum, weil man keine überkommenen Strukturen finanzieren wolle. Das war die wörtliche Formulierung in einem dieser Gespräche. Aber mit Blick auf die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Kindererziehung ist das Thema eines im ländlichen Raum, das sich sehr viel schärfer stellt als in Frankfurt, Wiesbaden, Offenbach und Darmstadt. Und damit muss man sich beschäftigen. Und dazu haben Sie ebenfalls nichts gesagt. Deswegen haben wir Ihnen vorgeschlagen, so wie es manchmal unsere Art ist in diesem Haus, eine Anhörung durchzuführen, weil wir nicht, Kollege Wagner, auf alles sofort eine unmittelbare Antwort haben, wie ich übrigens glaube, dass Sie auch nicht immer gleich eine Antwort haben, sondern gelegentlich es klug ist, miteinander zu reden. Weil diese Infrastrukturfragen, die sind nicht so ganz einfach zu beantworten. Da kann man nicht einfach mal eine Haushaltsstelle einrichten und dann sagen, dann ist das Problem gelöst. Weil die Frage der Akzeptanz beim Ausbau von Infrastruktur ist ein zentrales Thema. Deswegen haben wir ein Politikangebot an Sie gemacht. Ich habe zur Kenntnis genommen, das wollen Sie nicht. Das gilt für manch andere Themen, wozu wir immer etwas gesagt haben. Beim Aktionsplan 1 ist es gelungen, beim Aktionsplan 2 nicht mehr. Beim Flughafen ist es nicht gelungen, bei anderen Themen ist es gelungen. Das ist eine Frage, die werden Sie als Mehrheit immer entscheiden können. Wir werden aber unseren Kurs nicht ändern. Ihm bei Themen, wo wir glauben, dass es sich nicht lohnt, das alleine tagespolitisch auszutauschen nach dem Motto, ihr seid aber blöd oder die anderen sind blöd, es darauf zu reduzieren, sondern den Versuch zu machen, gemeinsam Antworten zu finden. Wir nehmen zur Kenntnis, das wollen Sie nicht, weil Sie glauben, dass Sie die Weisheit haben. Und dass Sie, Herr Wagner, am Ende sozusagen immer nur laut können und überheblich, und Ihre Unterwerfungserklärungen werden wir. Aber es wird, ein Punkt wird sich nicht ändern, Herr Wagner. Die Art der Unterwerfungserklärung, wie Sie die gelegentlich hier gegenüber der Regierungspolitik wünschen, die wird es unsererseits nicht geben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Schäfer-Gümbel. Das Wort hat der Abg. Michael Boddenberg, Fraktionsvorsitzender der CDU.
Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Herr Schäfer-Gümbel, auf zwei oder drei Punkte will ich durchaus eingehen. Sie haben ein wesentliches Thema angesprochen mit der Überschrift Industriepolitik. Ja, wir als Union, in der wir sagen, das ist kein wichtiges Thema, gehört zu denen, die seit vielen Jahren darauf hinweisen, dass dieses Land sich nicht nur als Dienstleistungsstandort verstehen sollte, sondern auch als Industriestandort. Übrigens gerade auch der Ballungsraum, wo man ja manchmal das Gefühl hat, dass im Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main viele die Idee haben, wir organisieren die Welt, aber die Arbeit findet woanders statt. Das halte ich ausdrücklich für falsch. Übrigens auch und gerade mit Blick auf Menschen, die dort wohnen und Arbeit suchen. Einer der zentralen Gründe, weshalb wir ja beim Flughafen diese Position haben, dass wir immer gesagt haben, wir brauchen diese Blaumann-Arbeitsplätze auch weiter, gerade in diesem Ballungsraum. Da sind die GRÜNEN an anderer Stelle in der Grundsatzfrage anderer Auffassung. Aber wir haben, was Industriepolitik anbelangt, glaube ich, einen sehr klaren Kurs als Union, übrigens dann auch in dieser Koalition. Und eines der größten Fragen der Industriepolitik insgesamt der Wirtschaft ist ein Thema, das immer noch nicht so ganz durchdrungen ist. Das ist das Thema Fachkräftemangel. Wir schaffen die infrastrukturellen Voraussetzungen. Ich habe eben in 10 Minuten vieles weggelassen, was ich im Detail hätte berichten können. Nehmen Sie einmal die digitale Infrastruktur als Beispiel. Wir schaffen die Infrastruktur, und das ist die erste Aufgabe des Staates. Und dann ist es die Aufgabe der Wirtschaft, mit dieser Infrastruktur umzugehen und daraus eine wettbewerbsfähige Wirtschaft zu unterhalten und zu entwickeln. Und noch einmal, das zentrale Thema, das die Wirtschaft uns jedenfalls anträgt der letzten Jahre, ist immer mehr das Thema Fachkräftemangel. Diese Landesregierung, die Vorgängerregierung schon, aber auch diese Landesregierung hat dort eine sehr klare Konzeption, wie wir mit diesen Fragen umgehen, indem wir uns mit der Frage beschäftigen, wie schaffen wir es, dass diejenigen, die heute nicht im Arbeitsmarkt sind, aus Gründen mangelnder Bildung oder Ausbildung gefördert werden können. Das habe ich eben schon einmal erwähnt. Zum Zweiten, wie schaffen wir es, dass Menschen mit 65 und älter in die Lage versetzt werden, jedenfalls oder wenigstens teilweise Beschäftigung zu haben? Wie schaffen wir es, dass die Frauenerwerbsquote in der wöchentlichen Arbeitszeit erhöht wird? Ich könnte viele andere Beispiele nennen und sagen, dem zentralen Thema der Industrie- und Wirtschaftspolitik stellen wir uns seit vielen Jahren und erst recht in dieser Legislaturperiode. Bei der Wohnungsbaupolitik, das ist der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, ruhen wir uns sicherlich nicht auf, indem wir sagen, wir haben bis 2020 1,3 Milliarden € im Topf. Das ist doch nicht die Frage. Ich sage nur, es ist nicht in erster Linie die Frage des Geldes, das uns dort Probleme bereitet, denn Wohnungsbauprobleme haben wir ebenfalls im Ballungsraum. Und dort geht es schlichtweg um die Frage, wie kriegen wir es hin, dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister parteiübergreifend, parteiunabhängig um den Radius Frankfurt herum irgendwann einmal auf die Idee kommen, dass sie auch eine Verpflichtung über ihre eigene Kommune hinaus haben, nämlich Flächen, die ausgewiesen sind in regionalen Flächennutzungsplänen, am Ende dann auch als Baugebiete auszuweisen. Das ist die viel zentralere Frage als die Frage, geben wir noch ein bisschen mehr Geld ins System. Das war Ihr Schwerpunkt gerade. Und bei einer Zinssituation, wie wir sie gerade haben, kann man jetzt über Ihren Vorschlag, wir sollten die Grunderwerbsteuer um 2% nach unten nehmen, da kann man ja streiten, da geht es mal wieder um Geld. Ich sage, das ist nicht das zentrale Problem. Im Gegenteil, wir haben zurzeit ganz viele, die gerne bauen würden, aber den Platz nicht finden, wo sie das am Ende auch können. Und darum müssen wir uns viel mehr kümmern. Das ist eine gemeinsame Aufgabe, weil es auch sozialdemokratische Bürgermeister betrifft, die dort auf der Bremse stehen. Und einen letzten Punkt, den Sie aufgerufen haben, ländlicher Raum. Ja, ich gebe mal für mich ganz persönlich zu, ich bin gleich fertig, Herr Präsident. Ich gebe für mich mal ganz persönlich zu. Das Thema war für einen Städter wie mich, ich komme ursprünglich auch aus Nordrhein-Westfalen, aus dem ländlichen Raum, aber bin jetzt seit 35 Jahren Frankfurter, immer so ein Thema, wo man gesagt hat, okay, um die müssen wir uns auch irgendwie kümmern. Ich sage mal ganz offen, spätestens die Wahlergebnisse in den USA, aber auch an anderen Stellen dieser Welt, machen ja beim Blick auf die Wählerkarte deutlich, wo Stimmungen entstehen können, wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie hinten angestellt werden. Das ist etwas, das uns, da bin ich bei Ihnen, sehr umtreiben muss, weshalb wir sagen, der ländliche Raum ist wahrscheinlich die wichtigste Aufgabenstellung von Landespolitik, wenn es um strukturpolitische Fragen geht. Auch dort sind wir wieder bei der Frage der Anbindung, auch dort sind wir bei der Frage der digitalen Vernetzung, auch dort sind wir bei der Frage beispielsweise der Gesundheitsversorgung. Ich bin unserem Minister, zuständigen Minister Stefan Grüttner sehr dankbar, dass er das Thema flächendeckende Versorgung mit gesundheitlichen Leistungen als eine zentrale Aufgabe seiner Politik herausarbeitet und viele kluge Initiativen und auch konkrete gesetzliche Vorgaben macht, damit eine flächendeckende, dezentrale Gesundheitsversorgung stattfindet. Und nicht zuletzt komme ich aber auch da wieder zum Geld und sage, Sie werden es einfach nicht wegreden können.
mit einem kommunalen Finanzausgleich, der eine solche Ausstattung hat von fast 4,7 Milliarden € sind es zurzeit, und einem Investitionsprogramm insbesondere für den ländlichen Raum in Größenordnung von einer weiteren Milliarde. Können Sie uns nun wirklich nicht vorwerfen, dass wir uns um diesen Teil unseres Landes nicht kümmern? Im Gegenteil, der hat oberste Priorität. Das wird auch so bleiben. Aber wir können gerne hier im Plenum und eben nicht in Anhörungen darüber streiten, was da uns noch einfällt. Ich glaube, schon alleine die Bewusstseinmachung ist wichtig. Deswegen bin ich Ihnen gar nicht undankbar, dass Sie diesen Punkt als letzten auch noch einmal aufgerufen haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Boddenberg. Keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist die Debatte beendet. Es wird vorgeschlagen, den Antrag und den Dringlichen Antrag zu überweisen, und zwar federführend an den Hauptausschuss und beteiligt an die Ausschüsse Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Sozialpolitischer Ausschuss, Kulturpolitischer Ausschuss und Haushaltsausschuss. Ja, so ist es. Keiner dagegen. Dann machen wir es so. Seht zu, wie wir einig werden. Dann habe ich hier noch eingegangen, an Plätzen verteilt, ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend sorgfältige Einzelfallprüfung auch für Flüchtlinge aus Afghanistan, Drucksache 19/4321. Die Dringlichkeit wird allseits bejaht. Dann wird das zum Top 40. Und wenn kein Widerspruch kommt, können wir das mit Tagesordnungspunkt 20 aufrufen. Das ist der Fall, dann ist das so beschlossen.